zerlegen wir ein bisschen die Welt. Ich glaube, hier will keiner mehr hinziehen. Also ich denke, da können wir uns auf jeden Fall bedienen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Off-Road-Truck Simulator, Folge 329. Hier waren wir stehen geblieben, jetzt heute weiter. Wir gehen einen neuen Auftrag an. Wir haben den Kolob da. Und zwar wollen wir hier diese Diesel-Lok von hier bis den ganzen Weg hier runter zum Bahnhof, zur Verladestation ziehen. An die ganzen Waggons dran, ne? Ja, kann was werden. Da haben wir natürlich den Kolob für, weil der ist einfach der stärkste Truck, den wir haben. Demnach gibt es keinen, der dafür besser geeignet wäre. Ne? So. Und da geht's los. Hier ist ja auch eine Herstellungszone. Das ist die Schienenfabrik. Genau. Da kann man mit Stahlträger und Holzplanken muss man hier Schienen herstellen. Stahlträger, die kriegt man, glaube ich, auch nur von drüben gerade, ne? Ui. Da müssen wir gucken. So, Ziel in dieser Folge ist natürlich erstmal der Auftrag hier. Sollte nicht allzu lange dauern. Kommt drauf an, wie schwer diese Lok wirklich ist. Aber mit welchem Truck, wenn nicht mit dem hier. Von daher denke ich, das passt. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie hinkommen. Ah, es ist schon See links und rechts. Das ist natürlich dann schwierig. Muss man gucken, wie man hier fahren kann. Aber guck mal, so sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, wird eine Herausforderung. Gucken wir mal. Ach, hier. Ja, Digga, er gibt mir 40 Schaden durch so einen Streifer. Ist klar. Er ist schon wieder kaputt, der Truck. Egal. Man sieht, hier ist länger nichts mehr gefahren. Natürlich schön, dass die jetzt ankommen und sagen, yo. Oh, shit, hier ist Wasser. Ui, ja. Wird nicht so geil, glaube ich, hier zu fahren. Ja, sicher. Guckt euch das doch mal an hier. Ihr muss über ein Jahrzehnt nichts gefahren sein. Und jetzt kommen die auf die Idee, ja, hi, wir brauchen die Lok, die da hinten irgendwo steht seit 30 Jahren. Ja. Ihr seid ja ein Pack. Machen wir das jetzt? Na, Winde oder so. Ach, die wird sich freuen. Ach du Scheiße, das ist das Ding. Oh. Das sieht irgendwie... Oh Mann, ey. Das Teil ist echt flotti schwer. Ich kipp hier gleich noch um, ne? Ich will hier einfach nur mal kurz in aller Ruhe wenden. Das sieht schön aus hier. Leider absolut verlassen. Vielleicht lässt sich die bewegen. Also bewegt die sich schon, wenn ich jetzt hier dran fahre und schiebe, oder tut sich da gar nichts? Und ich muss sie echt ziehen mit aller Kraft. Also ich will sie natürlich ziehen, aber ich will nur mal testen, wie das geht. Also ob das jetzt leicht ist oder... Okay, da bewegt sich schon was. Also theoretisch können wir das auch so machen. Und selbst auch in der Schiene bleiben. Ah, ich finde das viel besser so. Geht das so sogar? Guck mal hier, Alter, das geht ja voll gut. Wenn was geschmeidig rollt, ne, dann ist das auch super. Guck doch mal hier, brauchen wir gar nicht ziehen.
sind perfekt drin in der Rille. Ich lenke zwar voll nach links, aber das juckt ihn jetzt nicht und mich auch nicht, solange wir hier geradeaus fahren. Ist mir das ja sowas von egal. Müssen aufpassen, dass wir nicht wegrutschen. Aber so ist es ja gar kein Problem. Die Nummer 5935 haben wir hier. So, guck mal, unter der Brücke durch, da sind wir ja schon fast da. Easy. Eine halbe Folge für einen ganzen Auftrag, das ist nicht schlecht. Der wird sogar relativ gut bezahlt. Also die Leute wissen definitiv nicht mehr, wohin mit dem Geld. Ich nehme es natürlich gerne, sage ich, wie es ist. Deswegen geben sie mal her. Oh, jetzt driften wir weg. Okay. Aber schon geht's weiter. Ja, wow. Das haben so Snowrunner-Objekte auf sich. Wenn sie zu weit von einem weg sind, dann werden sie nicht mehr gerechnet und bleiben einfach stehen. Die Lok rollt also nicht aus. Oh Gott. Nicht. Boah. Ja, genau vor diesem Fluss hier hatte ich natürlich auch Schiss gehabt. Genau so wollte ich das haben. Jetzt sind wir genau in der Mitte. Sag nicht, wir können hier mit Vollspeed fahren, Alter. Haha. Jawoll. Ach so, ist doch geil, Alter. Guck dir das doch mal an, ey. So macht man das. Ah, das hier werden wir, denke ich, reparieren müssen. Das ist so ein Reparaturpunkt. Hier auch. Da sehen wir auch schon mal, was wir dann noch zu tun haben. Sind ja nur so kleine Abschnitte. Komischerweise fehlen, warum auch immer. Naja, okay, wir rutschen ab. Egal. Hier kommt nichts mehr. Aber wie gut der jetzt von alleine rollt. Jetzt schieben wir ihn wieder, aber der rollt auch echt gut von alleine. Na gut, so ein Gewicht zum Stehen zu kriegen ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Sind wir da. 8 Minuten. Easy. Plus Hinfahrt. Also nicht mal 5 Minuten hat die Mission gedauert. So. Was blöd ist, ich sehe es gerade, die Lok verdeckt ja den scheiß Übergang dann. Das ist schon wieder so ein Einfallsreichtum, wo ich mir so denke, muss das sein? Ich muss sie da nur reinziehen, oder? Also. Guck mal, die verdeckt doch jetzt wunderschön exakt diesen Scheiß. Ich werde sie noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Aber das, also das ist doch wieder einfallslos. Was soll denn das? Ich muss doch hier fahren. So. Das war's. Ja, lass mich raus.
Müssen wir nur noch abladen und dann ist durch. Ach so, jetzt, wo die perfekt an dem Anhänger dran ist. Hä? Ja, was darf ich jetzt machen? Pracht entfernen. Nee. Muss ich so da rein oder was? Während das Ding da dran ist oder so? So. Ja. Und dann so, dass er es erkennt, ja. Na cool. Okay, so wie es aussieht, habe ich gerade einen 100er an Steve verloren, aber es wird auf jeden Fall etwas sein, wovon ich meinen Kindern erzählen werde. 1480 Erfahrung, 9350 Belohnung, damit ist die Aufgabe beendet. So, und jetzt machen wir nämlich was super Schlaues, wir ziehen die Scheiße wieder zurück. Ein paar Meter, damit wir hier fahren können, weil das kann ja nicht sein. Also ich hoffe mal, es geht noch. Yeah. So. Wenn das Game broke ist. Ich ziehe die jetzt hier 100 Meter zurück, damit ich hier wieder fahren kann. Na, falls die gebraucht wird, können wir sie ja immer noch zurückziehen, aber ich denke nicht, dass wir die jemals brauchen werden. Deswegen... So, das müsste ja passen. Rollt sogar von selber noch die ganze Zeit. So. Danke. Die nächste Aufgabe. Gleisreparatur. Wir müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schienenabschnitte liefern. Annehmen. So, wo sehen wir denn die Abschnitte? Ah, da. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaputte Abschnitte. Alles klar. Und wir haben dann natürlich das Schienenwerk. Die Schienenfabrik. Da kriegen wir die Schienenabschnitte. Wir brauchen ja Holz. Wir brauchen Holz. Okay, wir müssen Holz machen. Wir könnten hier Holz aufsammeln. Zwei, Vierer sind in der Nähe. Hier sind Sechse. Wir müssen gucken, was wir brauchen erstmal. Wir fahren erstmal zur Schienenfabrik. Erstmal genau ausrechnen. Was brauchen wir? Direkt mit an. Das ist eine ordentliche Liste an Sachen, die wir machen müssen. Aber machen wir doch natürlich sehr, sehr gerne. Müssen wir den aufladen. Ja. Mal eine kleine Abkürzung hier. So. Jetzt müssen wir hier natürlich erstmal wieder Sachen herbringen. Das macht die Mission eigentlich so lang. Genau. Frachtlager. Wir haben eine. Boah.
Das ist echt teuer. Wir brauchen 4 Holzplanken für einen Abschnitt und 2 Stahlträger. Das heißt, wir brauchen 12 Stahlträger und 24 Holzplanken. 24 Holzplanken. Boah. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Wir haben hier nur unseren Hangar. Da kriegen wir nur Metallrollen und Ersatzteile. Gibt es eigentlich noch einen Hangar B? Also, mal so aus. Aus Interesse, so. Weißt du, was ich meine? Wäre halt hier ideal, ne? Aber. Nein, es gibt keinen Hangar B. Wir haben nur die Sägemühle, wo wir Holzplanken herstellen können. Heißt, wir müssen echt hier aus der Holzstation. Das ist halt auch ein ganz schöner Weg, ne? Aber es geht, ne? Es geht. So, wir kriegen aber auch hier nur mittelgroße Stämme. Das heißt, es gibt auch keine weitere Holzstation hier. Tatsächlich nicht. Hier gibt es noch Holzrahmen. Eine Menge Holzrahmen. Also siehst du, 2, 4. Ich weiß ja nicht, wie viel man hier kriegt. Immer 2, ne? Ja. Dann schon mal 6, ne? Hier wären 8 schon mal. Alle ungefähr in der Nähe. Da könnte man dann natürlich schon ein bisschen was da aufladen, ne? Ich würde das sogar erstmal machen. Mit dem Kolob sammeln wir die dann auf. Von der Werkstatt aus fahren wir los. Sammeln die alle ein. So, hier sieht es nicht so aus, dass man hier gut fahren kann. Wobei die kleinen Dinger kann man doch sicherlich alle kaputt machen. Das heißt, ich probiere es dann einfach mal. Ja, oder ich probiere es einfach direkt straight durch so. Und dann wieder zurück zu der Schienenfabrik. Wir haben noch 2, 3 Minütchen, da können wir mal anfangen. Dann würden wir uns schon mal die Holzwege sparen. Die ganzen Holzstämme. Wir kriegen nur mittlere, da kriegt man nicht ganz so viele raus. So, einmal einen Super Heavy Anhänger. Und dann geht's los. So. Bist du schon, sind wir wieder mit dem unterwegs. Schon ist er wieder am Arsch. Ist ja auch klar. Ich meine, ne? Also. So. Zerlegen wir ein bisschen die Welt. Ich glaube, hier will keiner mehr hinziehen. Also ich denke, da können wir uns auf jeden Fall bedienen. Hätte der Truck auch keine Probleme voranzukommen. Also das ist... Es ist doch alles super. Na, hier. Wird's tief. Gar kein Problem. Wir sammeln noch 2 weitere Planken diese Folge ein und dann führen wir die Tour nächste Folge fort. Wir müssen nur gucken, wie wir an die Metallteile rankommen. Das wird ein bisschen schwerer.
Kriegen wir von hier nicht. So, das war's für die Folge, Freunde. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Wir sammeln die vier anderen Planken ein. Die sind hier echt nah beieinander. Und dann schauen wir mal, wo wir an die Metall... an die Stahlträger kommen, ne? Ich danke euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.